Das ist der Doggerty bestimmt. Was war denn das jetzt wieder für ein Fehler? Ohne Witz. Melde, wir werden sie schon kriegen. Oh nein. Hallo! Hey, kannst du mich hören? Nein, 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 nein! Ich leg auf! Bitte ruf mich an! Oh Gott, Alter! Der blöde Penner. Das ist bestimmt der Doggerty. Das war mein letzter Taser. Verdammt. Ach, das ist nicht mal der Computer, den ich benutzen muss. Echt. Gut, wenigstens ist jetzt genau. Dem sein scheiß Rechner. Fackel? So, jetzt habe ich eine Fackel. Schalten wir ihn aus. Was ist IFF aus? Abschalten. Okay. Die Tür ist abgeschlossen. Ich habe jetzt keine Lust. Ist alles ein bisschen schneller hier. Stahlhell hier drin. Lichter aus, ohne Witz. Ein Fahrstuhl. Okay. Ab geht's in den 5. Stock. Oder? Ja. Ach scheiße, das Licht geht nicht aus. Ich habe dir Doggertys Akte geschickt. Er ist bei der Informationsbeschaffung, Büro 508. Was soll ich mit Doggerty machen? Bleib weg von ihm. Wir melden uns, sobald wir mehr über ihn wissen. Hier ist niemand. Und hier? Auch niemand. Okay, Büro 508. Wir haben Spuren der Daten in verschlüsselten Strömen von Providerdiensten aus Holland, Bangkok und Kanada gefunden. Übereinstimmungen? Nein. Spul zurück und mach's lauter. Monster, sie sieht euch, aber das ist eine große Ironie. Die dumme Habsucht und Arroganz einer Nation, die sich selbst noch für eine weltbeherrschende Supermacht hält. Spul zurück zu die sich. War das Kettenrasse? Ganz einer Nation, die sich selbst noch für eine weltbeherrschende Supermacht hält. Nein, klingt eher wie ein Stöhnen. Sie selbst noch für eine weltbeherrschende Supermacht hält. Hörst du das? Monster, sie sieht neu, ganz einer Nation, die sich selbst noch für eine weltbeherrschende Supermacht hält. Ich höre nichts. Weltbeherrschende Supermacht hält. Da ist was. Supermacht hält. Ich höre wirklich nichts. Ich glaube, bei dummer Habsucht rastet einer ab. Scheiße, Alter. Drei Leute. Okay, einer verpisst sich. Das ist schon mal gut. Jetzt, wie komme ich an den beiden vorbei, ohne dass die mich sehen? Ich habe eine Idee. Sobald er sich dreht und von rechts nach links läuft, latsche ich durch die Tür. Weil er mit dem Rücken zu mir ist. Yeah, es hat geklappt. Ah. 08. Nun, wo ist... Nein, 508. Ah, ich wollte schon sagen, 08. Oha, da darf ich aber langlaufen, bis ich 508 gefunden habe. Nee, aber hier ist es ja gleich. Cool. Gut gemacht, Fischer. Wie läuft's, Grimm? Bin dabei. Vom System her sieht es nach der Arbeit von Philip Massey aus. Wechsle den Server. Surf Kalina _VA. Okay. Das ist das Kalina-Tech-Gebäude. Oh Mist, die haben mich entdeckt. Die fahren das... Wir melden uns.
Fischer, du musst Doggerty für uns kidnappen. Was ist mit Grimstad hier? Wir kümmern uns darum. Kümmer du dich um Doggerty. Warte, bis er Zigarettenpause macht. Das wird deinen Angriff erleichtern. Details auf dem Offset. Okay. Doggerty ist aus diesem Büro hier rausgekommen. Das war wohl der Typ, der gerade da entlang gelaufen ist. Den muss ich kidnappen. Offset. Doggerty raucht durchschnittlich 2 Päckchen Zigaretten am Tag. Es ist einfacher, wenn Doggerty direkt vom von der Raucherecke entführt wird. Okay, alles klar. Was haben wir denn hier? Es wird Tag. Gottes, wird es schon Tag draußen. Es sind schon die Bäume. Und hier drin ist noch immer so zappenduster. Machen wir es noch finster. Vorbei, der da auf dem... Oh, da ist auch noch eine Kamera. Oh Mann. Was ist... Das sind noch mehr. Aber an denen kann ich mich bestimmt auauch vorbeischleichen. Das bedeutet, dass wir 3 Angriffspunkte haben. 2 Transformatoren des örtlichen Stromversorgers und ein Notstromgenerator. Agent Marx hat den Einsatz von Benzinbomben empfohlen. Aber ihre Sprengwirkung verbietet deren Anwendung. Eine Logikbombe, die 70 Stunden vorher im Archiv des Hospitals gezündet wurde, hat am 28. Oktober ca. um 10 Uhr alle Spuren der digitalen Angriffe verwischt. Wir wissen bis jetzt noch nicht, wie die Angreifer Zugriff auf die Transformatoren erlangen konnten. Das sind die Sicherheitscodes des Krankenhauses. Die einzigen, die diese Codes haben, sind die Direktoren und wir. Scheiße. Wenn diese Codes aus CIA-Akten... Entschuldigung, ja... Ja, ich erzähle gerade davon. Einen Moment bitte. Ihr könnt gerne eine Pause machen. Das wird eine Minute dauern. Okay, bin wieder da. Ja, macht eine Pause, genau. Ja, genau. Lauft an mir vorbei. Und merkt nichts. Das ist ja geil. Okay, die machen jetzt eine Pause. Ich muss aufpassen. Was zum Henker? Was denn? Achso, die sehen jetzt das kaputte Licht. Naja gut, das kann ja mir egal sein. Nein! Die Tür ist abgeschlossen. Na dann mach mal. Ja, der Typ, der sieht mich sofort. Wie zur Hölle konnte das geschehen? Da ist Doggerty. Er hat's gesehen. Niemand hat's gesehen. Komm, lauf. Keiner hat was gemerkt. Hey, Scheiße, Mann. Och nein. Nein. Ich habe keine Notiz, gar nichts. Wie komme ich hier rein? Tada! Danke, ja, ich war nicht hier. Wie geil ist das denn? Ich habe nicht mal gemerkt, dass ich drin war. Geil. Das war echt geil. Die Nummer lautet 0614. Okay, so leicht ist das. 0614. Wer hätte das gedacht? Es war jetzt echt purer Zufall, dass ich da reingegangen bin. Ich wollte die eigentlich ausschalten oder einen nehmen und... Aber so an denen vorbeischleichen ist doch jetzt um einiges besser.
nicht alle ausschalten, nur die, wo man muss. Okay, da ist Doggety. Und eine Wache. Super. Mist. Okay. Wikes wartet bereits. Komm. Ist Spezialagent Baxter, ein Verhörexperte. Die beiden haben hinter dem Laden einen Laster geparkt. Der verzählt mir nichts, also gehst du schlafen. Okay. Schnappe den Körper. Lauf, Sam, lauf. Jetzt muss ich den irgendwie ausschalten. Aber wie? Am besten ist, wenn ich Doggety als Köder hinlege. Oder gibt es hier eine Dose? Becher? Den Becher? Nein. Oh, ich werde sichtbar, wenn ich rausgehe. Weil es schon Tag wird. Hörst? Ja, doch. Ich bin nur gut im Schatten von Bull. Den noch ausschalten und dann war's das. Wer ist da? Zeigen Sie sich! Ich zeig mich nicht. Vergiss es. So. Gut gemacht, Sam. So. Den schmeißen wir hier in die Ecke. Und Doggety nehmen wir mit. So, ich weiß gar nicht, ob es bei Pandora Tomorrow oder hier bei Chaos Theory war, dass man mit der Leiche schneller rennen kann. Auf jeden Fall im ersten Teil geht es schon mal nicht. Und das ist jetzt natürlich sehr scheiße. Obwohl, das ist ja gar keine Leiche, es ist ein Bewusstloser. Aber trotzdem. Es wäre um einiges besser, wenn man schneller rennen könnte jetzt. Weil das wirklich gerade dieser Weg jetzt runter zum LKW dauert bestimmt lang. Renn, Sam! Scheiße. Geht nicht. Es gibt weitere Komplikationen. Irgendein CIA-Sicherheitsvollzieher arbeitet Wikes und Baxter zu. Wie hat er sie entdeckt? Sie hatten sich nicht versteckt. NSA-Anwesenheit ist in Langley legitim. Das einzige Problem sind Doggety und ich. Genau. Ein Spezialagent Ninja mit einem bewusstlosen Büroaffen auf der Schulter dürfte recht irritieren wirken. Bleib unentdeckt. Ein Spezialagent Ninja mit einem Büroaffen auf der Schulter. Wie geil ist das denn? Ist hier alles frei, sauber? Nein. Hier ist jemand. Was macht der denn? Hat er mich gehört oder was? Nee. Alles klar. Und los. Da ist sogar eine Wache. Boah. Das wird schwierig. Und tschüss. Schnapp ihn, schnell, bevor der wiederkommt. Schnell. Da hinten war etwas. Fuck. Es ist wieder so klar. Typisch. Einfach typisch. Okay. Nichts zum Umhauen. Gar nichts. Nichts zum Schmeißen. Gar nichts. In der Ecke gut verfrachtet, aber der hier sucht nach ihm. Er fällt gar nicht auf, so, hey, wo bist du hin oder so. Gar nichts. Fällt überhaupt nicht auf.